Ja, wir befinden uns hier wieder auf dem Great Western Express, beziehungsweise auf der Route des Great Western Express. Und wir fahren wieder fort mit der entlang der Strecke mit dem Dings. Wer ist das mit dem? Ne, hier entlang der Strecke. Wir nehmen jetzt den, so gesehen den, wir nehmen jetzt den zweiten, sogar zweite, die zweite Route fahren wir jetzt hier mit, was die kürzere wäre. Beim letzten Mal war das halt aus Versehen doch die falsche, wie sich später dann beim Hochladen vorm Veröffentlichen herausstellte. Als einfach für den kürzeren, den wir eigentlich vorher haben nehmen wollten, Bahnsteig 14, das dürfte dann ja der ganz hinten sein, ne? Lags, 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 Bahnsteig 14, oh Gott, oh Gott. 14? Bahnsteig, achso Gott, da hinten ist auch noch einer. Bahnsteig 14. Alter, gescheit, ich wusste nicht, dass es noch so weit nach hinten geht. Oh. No risk, no fun. Na, wo kommen wir denn jetzt hier? Kommen wir überhaupt wieder hoch hier? Muss noch irgendwo wieder hochkommen, oder? Oh, scheiße. Läuft ja schon mal gut. Läuft schon mal rund. Der fällt mir doch gleich ab, ne? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. So, geschafft. Danke. Öffnen. Tür zu. Und hinsetzen. Dieser Bummler fährt nach Hayes und Harlington und bedient jede Station. Okay. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Sie werden gleich losfahren müssen. Alles klar. Machen wir doch. Kein Problem. Hauptschlüssel entriegeln. Fahrtrichtungswender. Oh, leck. Vorwärts. Das Ganze hier auf Tag. Türen öffnen. Und hier oben, wann was denn hier? AWS. Wo waren jetzt nochmal DSD? Das war doch auch hier irgendwo, ne? Eigentlich muss es ja mittlerweile wissen, ne? Das war Tag. Ich glaube, ich sollte mich hinsetzen, dann sehe ich es vielleicht besser. Ach, hier oben war es genau. Normal. Perfekt. Dann warten wir mal, bis die Leute eingestiegen sind. Dann wollen wir mal die Türen schließen. Dann können wir auch direkt losfahren, glaube ich. Wobei, wir müssen nochmal betätigen. Einfach das Licht bekommen. Also, ich sagte, damit wir auch grünes Licht bekommen. Hallo? Dann dürfen wir nicht rüber. Das ist aber blöd. Ah, geht doch. Ich hatte schon ein bisschen Bammel gehabt, muss ich schon zugeben. So, 25 dürfen wir. Wunderbar. Ja, wie viele Haltepunkte sind denn das überhaupt? Gar nicht so viele, oder? Action, Action, Acton Mainline.
Ealing Broadway. West Ealing. Southall, Henrill. Southall. Und dann Endstation. Das sind noch ein paar mehr. Zack und zack. Können wir es auch wieder ein bisschen beschleunigen. Wir dürfen ja mittlerweile wieder 40 fahren. Oh. Wir lassen erstmal bei 30 Kilometer pro... Ach, 30 Kilometer pro Stunde. 30 Miles per Hour. Wir dürfen dann 40 schreiben wollen, ne? Ein grünes Signal. Ach, grün ist ein gelbes Signal, meine Güte. Oh Gott, ach wie schön. 50 dürfen wir jetzt gleich. Und, also... Was soll man... Ach, das sehe ich ja oben. Um 57 sollen wir da sein, okay. Ich habe das Gefühl, wir sind vom Zeitplan her relativ gut unterwegs. Also scheinbar fahren wir ja gerade so perfekt, dass wir eigentlich dem Vorderzug den Abstand zum Vorderzug, dass wir den halten. So wollte ich, das wollte ich meinen, das wollte ich sagen, so. Weil es geht ja immer von gelbe Signal zum grünen Signal wieder über. Ist an. Die 80 habe ich gar nicht gesehen, okay. Na denn. Gummi. Ach, war wieder die Deaktivierung gemeint. Schätze ich mal. Wenn man, also, von der Beschleunigung her muss ich auch schon sagen, dass die Clans von 166, würde ich mal behaupten, doch schon ziemlich, im Gegensatz zum Titan 2 doch, boah, wie kann man das jetzt bezeichnen, gemütlich anfährt. Oh. Oh Gottes Willen. Ja, ich merke schon, wir sind zügig unterwegs. Ziemlich zügig sogar. Mensch, wir werden ja wahrscheinlich überpünktlich da sein, oder? Wenn ich es so richtig betrachte. Zeitlich gesehen sind wir gut drin, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie das beim ersten Mal mit PZB gewesen ist, ob wir da pünktlich waren, habe ich gar nicht am Ende mehr drauf geachtet. Aber ich glaube, da waren wir immer so mit 2 Minuten Verspätung irgendwie da. Oder 1 Minute Verspätung, was am Ende, glaube ich. Am Endbahnhof. Oh, 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 oh. Wir müssen jetzt an jedem Bahnhof halten. Fast vergessen.
Aber auch nur fast. Okay, die Party, ja doch. Bremsen sind aber auch schon gut, das ist irgendwie. Ähnlich wie mit dem Talent 2, der Bremsweg ist mehr als nur kürzer im Vergleich zum zum Dingens, zum Beschleunigungsweg. Aber gut, das denke ich mal auch verständlich. Ist aber schon schön und macht mir auch Spaß hier durch Großbritannien zu fahren. Auch wenn die Züge einfach langsamer sind. Ich weiß doch. Ich muss so. Also ich gucke ja in letzter Zeit relativ häufig mal irgendwie. So. Die Entwicklung oder die Zukunft. Ach, leck mich. Die zukünftige Entwicklung. Oder das wie sich. Das Schienennetz und so weiter entwickelt, oder die Innovation im Schienenbereich in verschiedenen Ländern oder auf verschiedenen Linien von verschiedenen Operatoren, wie sich das verändert. Aber von England habe ich echt nichts mitbekommen. So von wegen, dass irgendwie eine großartige Veränderung eintreffen wird. Also irgendwie davon habe ich eigentlich nie was mitbekommen. Also da ist das scheint so von dem, was ich so bei YouTube mitbekommen habe und auch teilweise eigentlich hauptsächlich YouTube. Das ist dort eigentlich eher so aktuell dort geblieben ist. Also gut, es gibt natürlich in Highspeed hier die was war denn das jetzt nochmal? Hab ich schon vergessen. Also es gibt ja natürlich schon den Highspeed Train. Aber scheinbar ist da scheinbar, also wenn ich das jetzt mal so betrachte, von wegen keine Videos und Infos darüber, ob sich da was entwickelt, das ist nur unter der Prämisse keinen Bedarf gibt, da irgendwie was zu ändern. Gut, es ist in Amerika natürlich deutlich relevanter momentan. Aber das liegt auch daran, weil Amtrak ja mittlerweile nicht mehr ganz so rote Zahlen schreibt, aber Amtrak hat ja wohl seit Beginn nie grüne Zahlen geschrieben. Und Amtrak ist doch jetzt schon, muss man schon sagen, die sind, die Amerikaner, beziehungsweise Amtrak, wie auch immer, sind jetzt, ich glaube auch mit Hilfe von Siemens, wenn ich mich recht entsinne, in Kooperation mit denen so gesehen, schon deutlich mehr darauf fokussiert, Gott, oh Gott, ich vergesse nochmal, dass ich das Video zurück, so schnell wegzucken darf. Gehen doch mehr auf Highspeed und Entwicklung und so weiter. Aber naja, vielleicht besteht ja in Großbritannien kein Bedarf dazu. Gut, Großbritannien ist vielleicht auch im Gegensatz zu Amerika, was den Verkehr über Schienen oder auf Schienen betrifft, vor allem was Personentransporte betrifft, weitaus entwickelter und weitaus entwickelter als als Amerika, was zum einen daran liegt, dass es dass quasi dort die Entstehung war der Eisenbahn mehr oder weniger,
Und in Amerika halt einfach das eher auf Fracht fokussiert ist. Hauptsächlich. Und halt alle Leute halt eher und halt Personentransport eher so über Straße beziehungsweise über die Luft. Wie heißt das? Meine Güte, mir fehlen die Worte wieder. Genutzt wird, wie auch immer. Also ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine. Liegt natürlich auch an der Größe des Landes. Also ich hätte, glaube ich, durchaus länger Gas geben können. Slowtrain soll hier halten, halten wir auch hier. Zack, und machen die Luke auf. Wo sind wir denn überhaupt? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Hier liegt ein Broadway? Echt? Tatsache? Okay. Scheint dann ja wohl richtig zu sein. Ja, hier liegt ein Broadway. Okay. Bevor jetzt wieder gemeckert wird, steigen wir wieder ein. Hat der zeitlich sogar gepasst vom Aussteigen her? Huch. Eieiei. Nächster Halt West Ealing. Okay. Sind wir ja schon fast da. 3 Minuten. 3 Minuten. 1 Minute müssen wir da sein. Dürfen wir da sein. Müssen wir da sein. Müssen wir da sein. So. Müssen. Wir müssen dann da sein. So. Punkt. Aus. Ende. Ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Wobei ich würde fast behaupten, gerade so der chinesische Raum doch schon stärker begutachtet werden wird oder werden sollte, was wie dort die Entwicklung ist. Weil was High-Speed-Trains betrifft, beziehungsweise eher der asiatische Raum allgemein, wobei China halt auch schon stark vertreten ist. Was High-Speed-Trains so betrifft, aber das Thema ist, glaube ich, eher dann was für Sonntagsfahrer. Wobei das Thema Sonntagsfahrer dann wahrscheinlich auch eher durcheinander wäre. Naja, gut. Werden wir dann sehen. So. Und zack, dann machen wir die Luke wieder auf. Und lassen die Passagiere einsteigen. Ich frage mich ja, wo würde hier... Ah, hier. Hier wird der Fahrplan hängen. Ja, wobei... Ich weiß nicht, also ich denke... Mal gucken, ich weiß nicht. Kann natürlich auch sein, dass es in England, Großbritannien, je nachdem, wie auch immer, auch schon wieder eine Entwicklung gibt, auf moderner, dass auch die Nahverkehrszüge, dass die auch
via Strom sind und dass man mehr weg von Diesel dort geht und dass Diesel eher so auf auf den Gütertransport abgespeist wird. Ah ne, falsch rum. Da oben wollte ich hin. Und nächster Stop. Hanwell. Müssen wir in einem Meter halten. Oh Gott, oh Gott. Okay, dann fahren wir mal hier dahin bis 500 Yards und geht's runter. Finde ich aber auch interessant, dass es in Großbritannien gang und gäbe ist, wobei ich weiß gar nicht, wie das ist. Ist das in Deutschland auch so, dass die Züge, wenn sie fahren, auf alle Fälle Licht anhaben müssen? Ich weiß nicht, ich schätze mal schon. Würde zumindest Sinn machen, dass man halt eine Lichtquelle hat, die einem entgegenkommt, damit man den Zug besser sieht, wenn ein Rausch kommt. Da habe ich noch gar nicht so drauf geachtet, ob das halt wirklich so, ob das so ist. Ist schon echt eine entspannte Fahrt, muss ich schon sagen. Wobei ich habe mittlerweile, auch wenn das eine kürzere Strecke, 17 Minuten, die wollen mich doch verarschen. Vielleicht 17 Minuten Fahrzeit, aber mit der ganzen Warterei da bist du. Ich bin ja jetzt schon 10 Minuten über der Zeit, also. Und nach Hannibal kam man, glaube ich, auch noch 3 Halte oder so, oder 4, ich weiß es gar nicht. Dann wollen wir mal die Tür wieder zumachen. Und ab zum nächsten Halt, Sausal. Sausal. 1,7 Meilen. Wir haben 3 Minuten Zeit, okay. Passt. Dürfen sogar gleich 90 fahren, aber wir werden wahrscheinlich nicht mal die 60 erreichen. Vielleicht die 53, 55, irgendwas um den Dreh. So als Spitze. Da fällt mir auf. Bei. Machen wir es lieber nicht hier. Das Spiel scheint ja irgendwie das Raustappen nicht mehr ganz so zu liken. Uns wieder ein Highspeed-Train entgegen. Oh, grünes Signal. Ach, grünes. Gelbes Signal. Meine Güte, warum sage ich immer grünes Signal? Mensch. Das sieht aber auch halt nicht wirklich gelb aus. Das ist ja, sieht eher. Eher. Keine Ahnung, grünlich aus, finde ich. Hat irgendwie so doch einen starken Grünstich. Also wenn das gelb, so ein Gelb hätte, dann würde ich das vielleicht nicht immer so als grün bezeichnen, warum auch immer. Ich schieb's mir jetzt einfach mal da drauf. Mensch,
Mensch, zeitlich sind wir ja wunderbar da. Der Bremsweg ist ja auch schick. Da können wir nochmal von der Bremse runtergehen. Und die Tür aufmachen. Also irgendwie bekomme ich ja nicht wirklich viele Punkte hier. Und das ist ja schon. Ist ja schon wieder belastend hier. Man kann es ja eigentlich ganz gut sehen, wenn man wieder los muss, wenn da keiner mehr aus- oder einsteigt. Wo hier wär's. Ja, gut. Mehr oder weniger. Schade, dass die KI mit auf die Zäune nicht so wirklich klarkommt und dann so was veranstaltet oder da durchhuscht. Alles schon schade. Und auch, dass die Anzeige nicht funktioniert. Das sind so. Ja, gut. Sind aber auch nur Feinheiten. Die Ansagen am Bahnhof sind aber wieder geil. Sowohl, dass es sie gibt, als auch von, oh, verdammt. My bad. als auch von der Art, wie es gemacht wurde, also schon nice. So von der Soundquali her schon sehr nice gemacht. Verpiept's bei beiden Seiten. Nächster Halt ist auch schon wieder die Endstation Hayes and Tarlington. Zeitlich 3 Minuten Zeit, knapp für 1,7 Meilen. Easy going. Okay, wenn wir noch mehr gelbe und so Signale haben, dann vielleicht nicht so ganz zeitlich, aber sollte hinhauen. Alles schon schön, irgendwie die Landschaft an sich vorbei rauschen zu sehen. Gut, rauschen kann man nicht so wirklich sagen, aber vorbeiziehen. Ich glaube, das passt bei diesem Szenario dann doch schon ein bisschen besser. Mit 50. Alles klar, bestätigt. Dann kullern wir halt mit 50 Miles per Hour hier rum. 50 für. Ja gut. Ah, weil wir das Gleis wechseln. Ich verstehe. Nur so eine Vorbeifahrt. Wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen, aber. Muss auch mal sein, ne? Okay, Zeit. Was? Oh Gott. Ich hab dir 15 Miles per Hour gar nicht gesehen, die Beschränkung. Wenn wir noch mal das Gleis wechseln, scheinbar, ne? Oder jetzt einfach daran, weil, nee, müssen, muss ja. Wird nicht sein, dass wir. Nee. Wir gehen in den Kopf, Teil des Bahnhofs so gesehen rein.
und halten hier. Diese eine Meile über dem Limit. Gut sind Punkte. Darf man natürlich nicht vergessen. Und im Gegensatz zu Rapid Transit gibt es hier Medaillen. Und Gold wäre natürlich schon Schnieke. Und 497 Punkte, okay. Da haben wir mal die Türen öffnen. Aus und zack. Und das war eine nette und einfache Fahrt. Nicht allzu herausfordernd. Vergessen Sie nicht, sich für weitere Aufträge zu empfehlen. Easy going. Ich meine, wir sind geübt, wir können das. Wir wissen, wie es geht. Am besten immer geradeaus. Am besten kein Signal überfahren und sonstiges. Also, wir sind ja Profis, was das betrifft. Also, ja, doch schon. Ab und an mal. Dann schließen wir mal diese Strecke ab. Und dann gibt es noch die lange Strecke. Aber die gibt es nicht jetzt. Also, die gibt es dann halt beim nächsten Mal. Und ich finde es schön, dass zumindest bei den Szenarien das alles angezeigt wird. Okay. Überpünktlich halt die Genauigkeit von 1,63 Yards. Pünktlich 3,6. Pünktlich 6,4. Pünktlich 4,2. Pünktlich her 3. Und pünktlich 3,7 Yards. Wir sind immer noch Rang 12, Level 12. Wir sind, ich glaube, immer noch Level 6 und mittlerweile Level 5 bei der Class 166 GWG. 35 Minuten haben wir gebraucht. Ne? 17 Minuten, ihr wisst. Definitiv. Und ich war schon wieder beim falschen Gleis, von dem ich glaube. 10,75 Meilen und 8444 Punkte. Und gut, ja, ich glaube, wir hatten ja vor irgendwas mit 13.000 Punkten da bei der anderen Strecke. Von daher, medaillenmäßig haben sich da jetzt nicht viel getan bei dem Szenario. Boah, 10.000, my bad. Aber die längste Strecke, die kommt da erst noch. Und von daher machen wir die dann halt beim nächsten Mal und schauen dann weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde hier auch mal ein bisschen mehr geschnitten gehabt haben hier bei der Folge. Ich werde das vermutlich dann auch beim nächsten Mal, aber bei den nächsten Strecken weiterhin machen. Einfach aus dem Grund, weil was soll man warten, irgendwie ich die 30, also sofern nicht gequatscht wird, wenn man die Fahrgäste reinlässt, dann werde ich das einfach rauscutten, weil warum? Das sind ein paar Sekunden verschwendete Zeit, so, ne? Also die 5 oder die 10, 20, 30 Sekunden, wo nichts dann gesagt wird, dann Leute einsteigen, müssen ja nicht unbedingt zwingend drin sein. Es sei denn, es wird natürlich was gequatscht. Naja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!